Artistik, Tiere und Clowns. Der Zirkus ist da hier in Dessau. Wir schauen uns jetzt mal im Zirkus Probst um und erzählen euch, was es da so zu sehen gibt. Bis gleich. Seit 68 Jahren gibt es den Zirkus Probst schon. Und wenn wir ganz genau hingucken, hier 1945 im September hat Rudolf Probst den Zirkus hier in Dessau, Großkühnau, gegründet. Also kommt quasi von hier. Die wichtigste Figur im Zirkus, die wohl jeder kennt, ist der Clown, oder? Genau, stimmt das? Keine Ahnung, also ob ich wichtig bin, weiß ich nicht. Ich möchte mal sehr gerne so wichtig aussehen, ja. Was muss man denn als Clown alles mitbringen? Alles mit? An Eigenschaften. Ja, so ein hässliches Gesicht wie mein, so eine blöde Frisur. Ich finde, ist immer sehr wichtig, Kontakt mit Publikum zu haben. Und das kommt schon alles selbst. Also ich improvisiere schon sehr viel. Ich lasse jede Vorstellung drauf ankommen. Ich bin im Verkauf tätig und im Büro. Und meine Aufgabe ist es dann, wenn Einlass ist, dann halt auch zu verkaufen. Ich laufe auch meist noch für Leuchter durch die Gegend. Und ansonsten bin ich auch noch im Stallabbau mit tätig. Also auch in der Manege quasi nicht? Nein, da bin ich nicht tätig. Zum Glück oder schade? Irgendwo auch schade, aber vielleicht sieht man mich ab nächstes Jahr. Mittlerweile ist Halbzeit. Die Pause ist erreicht hier im Zirkus Probst. Wir haben schon viel gesehen. Los ging es mit einer richtig knuffigen Hundenummer, also eine Hundedressur, die dann auch auf einem Schiff waren und dort allerlei Blödsinn trieben. Genau wie der Clown Pompom, der zwischendurch immer wieder aktiv war und das Publikum und die Gäste quasi mit seinen Späßen unterhielt. Dann hat man eine Hochseilgeschichte mit Jonglage, mit Balancieren auf dem Hochseil. Das sah auch ganz spektakulär aus. Spektakulär vom Artistischen her auch eine Trampolinnummer, auf der drei junge Männer quasi sich in die Lüfte katapultiert haben, Salti gemacht haben etc. Alles, was dazugehört. Und wir hatten Tiere Afrikas, Zebras, Kamele etc. in einer Dressurnummer in der Manege. Wir schauen mal, was in der zweiten Hälfte noch kommt und wir gehen jetzt erstmal Erdmännchen streicheln. Am Kopf nicht. Am Kopf nicht? Hier? Ei. Ich habe es gestreichelt. Ich habe heute ein Erdmännchen gestreichelt. Der Tag ist gerettet. Und jetzt mussten wir uns ganz schön beeilen, vom Erdmännchen streicheln wieder zurückzukommen. Sonst hätten wir das verpasst, wofür der Zirkus Probst nämlich eigentlich weltbekannt ist. Nämlich die Dressur von den Raubtieren, von den Tigern. Das war völlig imposant. Dressiert wurden außerdem im zweiten Akt noch, im zweiten Teil oder Akt, wie man sagen will, noch große Pferde. Also das ist eine preisgekrönte Dressur gewesen. Und wir hatten auch kleine Mini-Pferde gemeinsam mit Ziegenböcken etc. Das sah dann auch ganz lustig aus. Artistisch ging es zu. Zum einen hatten wir die Jessica an zwei so roten Seidentüchern mitten in der Manege bis hoch unter das Dach. Das sah auch extrem imposant aus. Die drei Jungs, die wir im ersten Teil auf dem Trampolin gesehen haben, waren jetzt nochmal am Reck aktiv. Das war spektakulär, kann man anders nicht sagen. Und wir hatten, das war ein bisschen, ja, schön nicht anzusehen, so ein Schlangenmenschen, so ein Kautschuk-Artisten, da tut einem gleich der ganze Körper weh. Und wie sich's für den Zirkus gehört, gab es natürlich auch im zweiten Akt nochmal Clownerie, Spaß, diesmal auch unter Einbeziehung des Publikums, aber da soll sich einfach jeder überraschen lassen. Wie hat's Ihnen denn heute gefallen? Sehr gut. Was war Ihr persönliches Highlight? Was hat Ihnen am besten gefallen? Vor sich alles. Ob die Tiger waren, die Tiere, also war alles ganz toll. Möchtest du? Das mit den Pferden. Mit den Kleinen oder mit den Großen? Den Großen. Und fandst du den Clown lustig? Ja. Aber bist auch froh, dass er dich nicht angesprochen hat? Da hätte er lieber Mutti mal in die Mitte holen sollen? Ja. Das ist eigentlich nicht, also es war halt alles schön irgendwo, ja. Hab mir das schon öfters angeguckt, also Zirkus Probst bin ich eigentlich fast immer dabei. Ist auf jeden Fall schön anzugucken. Wie hat es Ihnen heute gefallen, mal wieder im Zirkus zu sein? Sehr schön. Sehr schön. Ja. Was hat Ihnen besonders gefallen? Ach, kann man ja auch nicht sagen. Alles. Aber Sie sind auch froh, dass der Clown Sie nicht in die Mitte geholt hat? Ja. Ja. Nein, ganz kurz, seit wann waren Sie wieder mal im Zirkus? Keine Ahnung. Lange her? Lange her. Und zufrieden gewesen? Ja. Gab es irgendwas, wo Sie sagen, das hat besonders herausgestochen? War alles schön. Hat dir auch alles gefallen? So, jetzt hat er sich umgezogen, durchs Programm hat er vorhin geführt. Zirkus im Jahr 2014, ist das denn eigentlich noch zeitgemäß? Das ist immer zeitgemäß, denn der Zirkus verliert nie seinen Flair, nie seinen Charme. Er ist für Jung und Alt etwas. Zu uns kommen Gäste, die waren vor 20 Jahren bei uns. Die kommen heute mit Enkelkindern, mit Kindern. Also Zirkus ist immer noch beliebt. Man hat es heute Abend gesehen, die konnten sich überzeugen. Die Stimmung war klasse, es war gut besucht.
Wie lange trainiert man für diese einzelnen Nummern? Sie sind ja da bestimmt hautnah dabei. Also Artisten werden ausgebildet, das dauert 2 bis 3 Jahre und bei den Tieren dauert es 3 bis 4 Jahre. Da muss man schauen, den Spieltrieb, für was eignen sich Tiere, was machen sie gerne, das muss man ausnutzen und darauf baut man dann eine Dressur auf. Was wir uns jetzt gefragt haben, warum kombiniert man nicht die Zebras und Steppentiere so aus dem ersten Teil mit den Tigern aus dem zweiten Teil? Da kann man doch auch mal zusammen was einstudieren. Ich glaube, dann werden unsere Tiger hungrig und dann sehen sie es eher als Futter an, als Partner in der Manege. Von wann bis wann seid ihr unterwegs? Wo seid ihr dieses Jahr noch zu erleben? Wir sind von März bis November unterwegs. Nach unserem Gastspiel hier in Dessau gastieren wir in Magdeburg. Das ist vom 30. Oktober bis 9. November. Dann geht es nach Kalbe an der Saale vom 11. bis 12. November. Und dann machen wir den Saisonabschluss in unserer Heimatstadt Staßfurt vom 14. bis 15. November. Okay, dann viele zufriedene Gesichter, volle Ränge. Wie sagt man im Zirkus? Manege frei. Genau. Die Show ist nun zu Ende und wir sagen... Tschüss! Bis zum nächsten Mal.